Don't cry for me, Ramentina. Von Starlight Express. Nee, also wir spielen Don't Cry von Starlet. Ja, wir sind ja auch nicht aus der Kreidezeit. Ich fand deins immer schön. Also was du gerade da, ne, so an den Tag, womit du nicht nur die Zuschauer, sondern auch mich überrascht hast. Weil das darf auch keiner mal merken. Wir sprechen uns vor den Ansagen halt nie ab, was wir eigentlich machen wollen. Das merkt man, glaube ich, teilweise auch sehr, weil der andere immer nur da sitzt und denkt, Ja. Nee, ja, das Don't Cry. Das liegt aber nicht daran, weil wir dem anderen eine Überraschung zutun wollen, sondern weil wir einfach zu faul sind, dann ein Skript zu schreiben. Ne? Genau. Und das einzustudieren. Das ist ja, das ist ja hier Fließbandarbeit, was wir richtig hier abliefern. Zack, zack, zack. Das ist heute die 10. Aufnahme. Aber hallo. Heute schon 30 Stunden aufgenommen. So. Mindestens. Sag mal, heute. Wo ist da der Fehler? Das sehen Sie nächsten. Nee, das hatten wir in der letzten Folge schon. Stimmt. Starlet, ist das irgendwie ein Charakter oder dieser Zombie, der da rum, der sieht so komisch. Vielleicht aus, heißt der auch Starlet. Stimmt. Das ist ne, so Englisch und so. Wie auch immer, wir machen jetzt einfach mal den Starlet Express. Wir rasen jetzt hier genauso durch die Map wie durch die anderen letzten zwei auch schon. Ja, mit Funken, die aus unseren Rollschuhen kommen. So. Yo. Hallo. Ja, und nun? Dann, ja. Wo bin ich eigentlich? Was? Ja, ich glaube, möchtest du nochmal anfangen? Hallo. Jeder Tag ist für dich ein Neubeginn. Auch du kannst es schaffen. Wenn du nur an dich glaubst. Schmiere deine Nutella-Brote selbst. Ich kann nicht mehr. Hi. Hallo. Wo bist du denn? Drüben. Auf der anderen Seite. Wieso? Hä? Wo? Hä? Oh. Hi. Wie so eine Fliege. Ja. So, hier ist jetzt schon mal offen. Aber warum kann man einfach durch? Da kann man auch aufmachen und. Warum kann man aufmachen? Was soll das? Ich hab den Knopf hinter der Wand gedrückt, der da bei dir ist. Man konnte auch da hinten von der anderen Seite öffnen, wenn man sich so draufgestellt hat. Ich frage mich nur, warum man da an der Seite einfach durch kann. Oh. Was war das denn? Ups. Das will ich nochmal sehen. Na, leg dich hin. Siehst du das? Ja, ich sehe. Ich gucke. Oh. Der flog eben viel cooler weg. Ja, okay. Kommt, das rekonstruieren wir jetzt. So. Oh. Oh. Ist ja wie Weihnachten. Willst du den, hier geht nämlich das geht aus, wenn man sich da drauf... Tut es das? Ja. Wir können aber den Würfel dann können wir beide. Das wäre aber zu offensichtlich. Willst du mich einquetschen? Yeah. Ja, warum dreht sich drücken wir eine Fliege. Wand um? Ich weiß es nicht. So, oben ist eine Portalfläche. Oh, echt? Verdammt. Und verdammt. Mal gucken, was da oben ist. Wie soll man da denn hin? Hier ist gar nichts. Das ist nichts, das ist schön. Das beruhigt mich. Habe ich Portale gesetzt? Zack. Nee. Gut. Zadak, zadak, zuruk. Hä? So ganz? Da ist schon der Ausgang. Da ist aber hier die Teile, die müssen noch aufgefahren werden. Ach, dafür brauchen wir den Würfel. Dafür brauchen wir Würfel. Soll ich den Würfel mal her? Ah ne, den können wir nicht herholen, weil hier ist ja eine. Wahrscheinlich ist das Problem. Da oben sind noch zwei Spender. Ach, zwei Spendennieren. Aber die allerdings. Sehen nicht so. Aber es sind auch noch Räume darunter. Ja. Wir müssen da wahrscheinlich irgendwo anders hin. Wir sind noch nicht am Ende. Das wäre auch etwas sehr kurz gewesen. Das stimmt allerdings. Ja, jetzt bist du dran mit Überlegen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal jetzt hier durch. Vielleicht gibt es ja links und rechts irgendwo noch irgendwas, wo wir. So. Du meinst? Ja, das meine ich. Links und rechts, da ist. Nee. Stell dich mal. Ist der andere genau auf? So, und jetzt sind wir einfach wieder am Eingang. Das ist aber Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Quatsch. Ja, jetzt ist schön. Jetzt kannst du hier wieder zurück, wenn du willst. Aber willst du nicht? Doch. Echt?
Ja, ja. Das können wir wieder hier fliegen, technisch. Oh. Ha, bin frühzeitig abgebogen. Ja. Du hast die Kurve noch auf dem Weg des Lebens. Ja. Gut. Sowohl als auch. Ja, wo müssen wir denn jetzt lang? Ja? Verstehst du meine Frage? Ja, die verstehe. Achso, nee, warte mal, das ist doch ganz simpel. Wieso? Dann springen wir da runter. Und dann auf den. Verstehst du? Willst du springen oder soll ich springen? Ich springe. Können wir eigentlich. Oh. Da war es jetzt aber selber dran schuld. Ja, aber irgendjemand muss da ja trotzdem hoch dann. Wobei, da hinten, ich weiß nicht, was dahinter noch ist. So, kommst du an? Ich komme. Wie hieß die Map noch? Muss ich ja zugeben. Don't cry. Ach, stimmt. Mein Kurzzeichnen Gedächtnis. Kann ich mal ganz schnell. Kann ich mal ganz schnell mal kurz zeichnen. Genau. das verlässt mich gerne mal wieder. So, drück mal bitte auf den Knopf. Nö, du kannst auf den anderen. Du kannst ja das super. Meinst oder du, soll ich dich da rüber schwurbeln? Ich will, genau, jetzt komme ich auf jeden Fall rüber. Siehst du, jetzt bin ich auf jeden Fall sicher auf der sicheren Seite. Gut, Stern, bei dir kann man sich da. Du springst ja gerne mal. Genau, aber daneben. Ja. Hab. So, dann gucke mal, was da hinten denn noch ich so ist. Ich gucke mal, was hier ist. Ist noch ein kann man da hoch. Hier kann man hoch. Tatsächlich. Oh, hier bin ich. Hallo. Hi. Oh, ich sehe und dich. Ein Punkt. Ist und toll, wie sehr man das Restbild ausblenden kann, wenn man nur auf das unten rechts schaut. Ja, das passiert mir öfters mal, wenn du so voll die Action machst, dann stehe ich irgendwie so an der Wand. Ja, nee, aber dann habe ich so gar direkt übersehen, dass du gerade oben warst. So, hau mal den Würfel hier runter, wenn du kannst. Da kann ich nicht hier unten haben. Ich will beide haben. Oh. Verdammt. Pump. Da hinten ist noch so ein Klumpi. Verdammt. Oh, wie schön du das gemacht hast. Flop. Ich bin begeistert. Hep. Und Hep. Ray. Hep. Und Ray. Wer ist eigentlich dieser Ray? Wie, das war's jetzt schon? Du meinst den von Raymond, das ist der Sänger von der Band. Ja. Der schreibt sich aber lustigerweise nicht mit AE, so wie man sich denkt, oder mit AY, sondern mit EA. Wird trotzdem ja. Ray ausgesprochen. Rea. Ja. Ja, ich gehe heute zu Rea. Es gab halt Landeskönigin Rea. Bei dem Spiel, ne? Bei mir auf dem Kanal. Adventure. Ja, das war ein bisschen, Werbung. Kurz. Das war echt tatsächlich. Ich mach doch keine Werbung, sonst würde ich ja auch erzählen, dass du Battlefield spielst. Ach so. Ich nicht. Das könnte ich ja nicht bringen. Nee. Oder dass wir vielleicht bald Dungeon Defender spielen. Ja. Das kann ja keiner, das darf ja keiner wissen. Okay, wollen wir mal uns über die Map unterhalten? Ja, also diese Map fand ich. Ja? Puh. Eigentlich ja so vom Aufbau her schon ganz interessant. Der Gang an der Seite war irgendwie ein bisschen sinnlos, weil den hätte man ruhig weglassen können. Weil dann hätte man vielleicht. Also es wäre zumindest herausfordernder gewesen. Jetzt nicht im Sinne von herausfordernd, aber wäre schon ein bisschen schwieriger gewesen, wenn wir da einfach so hin und her, genau wie du es gerade machst, ja, durch genau. Die Schranken. Ich bin Torwart. Das wäre schon. Ja. Ich weiß ja nicht, vielleicht war das ein Testgang. Vielleicht hätte der Gang da vorher entfernt werden sollen und das war nur so ein Wartungsschacht. Stimmt. Kann gut sein, also kann ich mir vorstellen. Ja, es war halt allgemein. Ein bisschen zu einfach. Es hätte einfach noch weitergehen können in dem Schwierigkeitsgrad. Ich meine, letztendlich halt war das ein Rätsel mit den Fahrstühlen da. Ja. Also gut, geweint haben wir nicht. Also von daher spricht die Karte schon für sich. Und geschrien haben wir auch nicht. Nee. Oder wollen wir das jetzt nachholen? Ich übernehme das Weinen. Ach so. Okay, ich habe gedacht, wir wollen bei dir schreien. Nee, was sollen denn meine Nachbarn denken? Wobei, was soll ich denn? Was für Nachbarn, wo ich in meinem Schloss hier wohne? Da ist ja nichts. Zumindest in weiter Ferne. Nee, die nächsten wohnen hier 300 Meter weiter unten im Tal. Ja, gut. Was machen wir jetzt? Es wird wahrscheinlich auch nicht interessanter, wenn wir hier so durch die Gegend hüpfen. Nee. Insofern müsst ihr euch leider mit einer sehr kurzen Folge heute begnügen. Ja, tut mir natürlich auch leid, aber wie gesagt, ne?
Wir können ja nicht immer hier stundenlang erzählen. Richtig. Also können wir schon, aber wollen wir nicht. Nö. Und wenn haben wir jetzt wir aber müssen schon auch wieder. Mal wissen, wann denn Feierabend ist. Genau. Guck mal, wenn man auf der Karte sieht, dann ist der kleine Gang da auch überhaupt nicht eingezeichnet, weil wahrscheinlich, weil der hinter der anderen Mauer verschwunden ist. Da sieht man so eine ganz klitzekleine Ecke. Siehst du die? Oben rechts. Ja, doch. Da ist er, da hat er sich versteckt. Da, oh, der Gang. Der Gang. Und die Tür, die sieht man auch. Gut. Ja. Wir haben nicht gecried, nee. Aber es ist soweit. Die Folge ist zu Ende. Darum klatscht in eure Hände für uns und unsere Leistung. Und es reimt sich nichts auf Leistung. Leistung? Wir reden hier meist Dung. Scheiß Dung, ja. Gut. Ja, gut. Ja. Tschüss. Tschüss.